So, Can, servus erstmal. Einige Fans haben jetzt auf Instagram oder Facebook Fragen gestellt, die sie jetzt im Video beantwortet kriegen von dir. Und einige Fans interessiert es vor allem, wie gefällt es denn beim SVW bis jetzt? Mir gefällt es sehr gut hier beim SV Wacker Burghausen. Vor allem jeden Samstag, also alle zwei Wochen samstags hier im Stadion einzulaufen, ist schon eine super Atmosphäre hier mit den Fans. Und auch dieser Traditionsclub, deswegen bin ich glücklich hier und froh, sage ich mal, dass ich hier bin. Und ja, gefällt mir gut. Die Maria fragt auf Instagram, woran denkst du als letztes, bevor das Spiel beginnt? Als allerletztes denke ich daran, an die Leute, die ich liebe. Und dass ich mir ganz viel Kraft wünsche von denen, sage ich mal. Und die Kraft auch mit ins Spiel nehme. Ich glaube, ich bin eher ein eher familiärer Mensch. Ja, ich nehme das gerne mit von meiner Familie, von meinen Freunden. Und ich denke da immer an die und wünsche mir halt die Kraft für das Spiel. Dann haben wir eine Frage von Bonileni auf Instagram. Warum hast du dich denn für den SV Wacker entschieden? Ich habe mich für den SV Wacker entschieden, weil es einfach ein Traditionsclub ist, weil es ein Verein ist, der sportliche Ambitionen auch hat in den nächsten Jahren und ich mich einfach mit dieser jungen Mannschaft auch identifizieren kann, mit dem Trainer, mit der ganzen sportlichen Leitung auch und ich glaube, das passt einfach zwischen denen und es passt zwischen mir und deswegen, glaube ich, ist es der Weg, den ich auch als Sportler und als Persönlichkeit auch machen möchte und deswegen ist so das, was passt. Dann fragt Benny Schuster, hast du ein Vorbild? Ja, ich habe ein Vorbild und zwar, das ist Jordi Alba von FC Barcelona. Ist schon lange mein Vorbild, davor war es Carlos Puyol. Also Jordi Alba verkörpert das, was ich als Linksverteidiger auch gern versuche, beziehungsweise mir auch abschaue von ihm. Ja, seine offensive Spielart, das mag ich sehr an ihm und natürlich versuche ich mir immer was abzugucken bei ihm, weil ich einfach unheimlich noch lernen kann, auch von ihm und allgemein. Deswegen, ja, das ist mein Vorbild. Dann haben wir eine der wichtigsten Fragen von Philipp. Messi oder Ronaldo? Für mich Messi, weil Messi einfach für mich, beide sind für mich außergewöhnliche Fußballer und auch Weltklasse-Fußballer, keine Frage, aber Messi ist für mich einfach noch besser, kann ich gar nicht beschreiben, also seine Anlagen, so, das ist einfach besser, ich finde ihn einfach besser, sag ich mal so. Dann haben wir eine Frage von einem Teamkollegen, Matthias Stingel, er fragt, Burghausen oder Berlin? gute Frage, also ich genieße die Ruhe in Burghausen, sag ich mal, es ist kein Verkehr, es ist immer, sag ich mal, ruhig hier. Aber Berlin ist meine Heimat, Berlin, da sind meine Liebsten, meine Verwandten, meine Freunde, meine Familie, also alles, was mir sehr eng verbunden ist, ist in Berlin und ich sage schwere Antwort jetzt zu sagen, aber ich fühle mich wohl hier in Burghausen und bin auch des Öfteren mal in Berlin, deswegen geht's. Ja, apropos Berlin, da hat Marvin die Frage auf Facebook, denkst du denn manchmal an deine Zeit beim Berliner AK zurück? Ja, klar denke ich zurück, aber eher positiv. Bin noch mit sehr vielen aus der Mannschaft sehr gut befreundet. Die spielen auch woanders und man hat den Kontakt sehr gut, auch mit dem alten Trainer. Also ich glaube, die Zeit beim Berliner AK war für mich sehr lehrreich, meine erste Männersaison. Und ich durchweg eine positive Zeit bei dem Club gehabt und darüber bin ich auch dankbar. Dann fragt der Leon, welche Sportart außer Fußball magst du denn noch? Ich spiele sehr, sehr gern Tennis in meiner Freizeit. Wenn ich die Möglichkeit habe und die Zeit habe, dann spiele ich gern Tennis. Und bin auch mit Tennis sozusagen groß geworden. Irgendwann ging es dann mit dem Fußball nicht mehr, weil leistungsorientiert ich dann Fußball gespielt habe, dann kannst du nicht mehr so viel Tennis spielen. Aber wenn ich mal freie Zeit habe, dann spiele ich gern mit meinen Freunden Tennis oder Familie oder Bekannten, das ist schon ein Sport, der mir liegt oder der mir Spaß macht, sag ich mal so. Ich bin jetzt nicht der Beste, aber mir macht Spaß. Also. Dann haben wir eine Frage vom Andi, ob es denn nicht komisch ist, als Regionalligaspieler für die Nationalmannschaft nominiert zu sein? Also,
ich weiß nicht, ob es komisch ist für mich. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar. Und ja, ich gebe einfach weiter Gas und dann wird man sehen, ich strebe natürlich meine Ziele auch an, versuche die auch hochzustecken. Ich glaube, als Sportler ist es eh wichtig, seine Ziele zu haben. Und ja, also komisch ist es für mich nicht. Im Gegenteil, es ist nur ein Ansporn, noch mehr Gas zu geben, weil ich auch hoch möchte und jeder Sportler, glaube ich, auch seine Ziele hat. Und dann haben wir abschließend noch die Frage von Gabriel. Feierst du Ricardo Quaresma? Ich feiere Ricardo Quaresma. Es war super 1 gegen 1 Spieler bei Beşiktaş. Es ist immer einer, der den Unterschied macht. Ja, der was anderes macht als alle anderen Spieler, was ich einfach mag. So von der Persönlichkeit, weil er einfach die Unterschiede macht in den großen Spielen. Und ich feiere Ricardo Quaresma. Ja, also vor allem seine Schusstechnik ist schon was Besonderes. Dann sagen wir danke, Charles. Bitteschön.